in der Klinik am Südring. Auf der gynäkologischen Station wollen Schwester Birgit und Schwester Nicole eigentlich nur ein leeres Patientenzimmer herrichten. Doch als sie dort unerwartet leises Babywimmern hören, machen die beiden Frauen eine besorgniserregende Entdeckung. Birgit, was ist das denn? Birgit, komm mal bitte gucken. Das gibt's doch nicht. Atmet? Ja, ja, alles gut, aber hier ist die Nabelschnur noch dran. Guck dir das mal an. Heimatland. Ach du grüne Neune. Wer war denn hier drin in dem Zimmer? Ich weiß es nicht. Wir hatten doch hier... Ist okay. Mal, alles okay? Mal, warte mal, ich guck mal, ob hier jemand ist. Hey, alles gut. Bonnie, Nicole. Was denn? Guck mal. Was kann denn nicht sein? Aber die zwei Patienten, die sind doch entlassen, die wir hier hatten. Hol mal schnell die Emma, oder? Wir haben natürlich täglich mit Säuglingen zu tun, aber wir haben uns natürlich richtige Sorgen gemacht. Zum einen, weil da ein Kind lag ohne Mutter. Wir wussten überhaupt nicht darüber Bescheid, dass da eine Geburt stattgefunden hat. Und was ist auch mit der Mutter? Wie geht's der? Und ja, das war schon eine sehr skurrile Situation. Emma, komm mal bitte. Stefan? Was ist los? Komm mal bitte mit rein. Okay, was passiert? Du siehst so hektisch aus, ja, bist du doch eigentlich nicht. Oh, wir haben gerade was. Wir haben gerade was gefunden. Guck mal bitte, ein Neugeborenes. Schau mal bitte hier rein. Okay, okay. Oh, ja. Hallo. Okay. Also hier muss irgendwie. Ich mach mal ins Bett ein. Nächste Frage. Ich weiß es nicht. Hier hat irgendjemand ein Baby bekommen, ist hier ins Bettchen gelegt. Und ist weg. Wir mussten die Mutter natürlich sofort finden. Ich hatte in dem Badezimmer nachgeguckt. Wir hatten Blutlachen gefunden, aber keine Nachgeburt. Wenn die sich nicht gelöst hat, dann ist natürlich die Mutter in echter Lebensgefahr. Und dann kann es innerhalb von kürzester Zeit zu ziemlich fulminanten Blutungen kommen. Und das ist natürlich höchste Lebensgefahr für Mutter. Und deswegen mussten wir ja auch sofort handeln. Ich nehme das Kind mit. Ihr holt den Kinderarzt. Ja. Und dann Stefan, geht's weiter. Wir müssen Step uns alle hier Step. Suchen. Wir müssen hier Step gucken, ob hier irgendeine Patientin ist. Wir haben da gerade ein Baby gefunden. In Ruhe. Wir müssen jetzt ohne alle Mutter. Zimmer hier durchsuchen. Ohne Mutter, die muss hier irgendwo liegen. Das gibt's gar nicht. Ich will den Namen. Ja. Warum die verschwundene Mutter ihr Kind ganz allein in dem leeren Patientenzimmer zur Welt gebracht hat, anstatt sich Hilfe zu holen, bleibt fraglich. Während das Klinikpersonal die Station nach der Vermissten absucht, soll Dr. Georg Becker die unfachmännisch abgetrennte Nabelschnur des Neugeborenen versorgen, um eine drohende Entzündung zu verhindern. Komm rein, Hektik. Wir haben ein Baby gefunden. Bitte, ein Schwindelkind. Ein Babykind. Das super, ist ja ein ganz was? Schöner Brummer. Ja, sag ich dir, du. Also, ich denke, du kannst übernehmen, das mit der Nabelschnur ist etwas laienhaft gemacht. Die Nabelschnur des Babys war zwar durchtrennt worden, aber es war ein sehr langes Ende am Kind belassen worden. Das ist nicht gut. Es bildet eine mögliche Eintrittspforte für Bakterien. Man muss also die Unterbindung möglichst wirklich nabelnah machen und ein möglichst kurzes Ende stehen lassen, das dann von selber nekrotisch abfällt. Ich musste das Ganze also einfach kürzen und der üblichen Länge entsprechend belassen. Kann ich mal bitte ein paar Handschuhe haben, um die Nabelschnur? Ja, also ganz ehrlich, du hast ja gesehen, ne, das ist ein echter Brummer und wir haben nichts gefunden, wir haben keine Plazenta. Ich meine, das wird auch Geburtsverletzungen gemacht haben, so ein kleiner Scheidenriss oder so, das muss bluten wie Hölle. Sollen wir nicht mal unten in der Zentrale anrufen oder fragen, der Hausmeister, dass die auch mal draußen gucken? Ja, nicht, dass die hier in der Ecke liegt und irgendwie verblutet, ja? Ja, bitte. Die Frau Franke ist nicht da. Ach du Scheiße, nicht, dass die das ist. Als der Pfleger anklopfte und sagte, Frau Franke ist nicht auf ihrem Zimmer, da gingen natürlich alle Alarmglocken an. Frau Franke war eben halt kurz am Termin und vielleicht war das ihr Baby. Das war so unser erster Gedanke. Und dann war natürlich Holland in Not. Wo hast du... Ich habe auf dem Zimmer nachgesehen und sie ist nicht da. Okay, nirgendwo? Kein Licht zum CTG in Kreißsaal bestellt. Nichts ist da dergleichen. Cafeteria, nicht abgemeldet? Nee, nichts. Ach, heiliges Blechle. Frau Franke? Frau Franke! Hier los! Wir haben Sie gesucht. Wie gesucht? Sie haben Bettruhe. In der Kantine. Ich hatte Hunger. Gucken Sie mal. Sie sind so gut, die Würstchen da. Baby noch drin, alles ja, gut. Ja, natürlich. Birgit. Frau Franke, bitte nächstes Mal, wenn Sie die Station verlassen, bitte, bitte melden Sie sich nur ganz kurz ab. Ja, da war keiner. Ich habe gedacht, ich bin in 5 Minuten wieder unten. Ja, verstehe ich. Aber also, ehrlich, ne? Wir sind hier in heller Aufregung. Hier ist echt die Hölle los. Das wusste ich gar nicht. Und könnt ihr mir helfen, meine Freundin? Da ist überall, ich weiß nicht, was los ist. Ich brauche Hilfe, bitte komm, schnell. Komm. Gehen Sie mal auf Ihr Zimmer.
Ach du meine Güte. Ich weiß nicht, was los ist. Sie hat mich angerufen. So. Und wer bist du? Jonas Kranz, ich bin ihr Freund. Sie hat mich angerufen, sie hat gesagt, ich soll vorbeikommen und ich weiß nicht, was los ist. Stefan, hol die Liege. Das machen wir jetzt nicht hier. Du heißt Nele, ich bin die Birgit, das ist unsere Ärztin, dein Freund ist auch da. Wie alt bist du? 16. Ja, schon im ersten Moment, als ich das junge Mädel auf dem Boden liegen sah, war mir klar, das konnte unsere vermisste Mutter sein. Der ging es wirklich schlecht. Sie war mit blutigen Händen und in einer, sagen wir mal, Blutpfütze liegend, lag sie auf dem Boden, war auch nicht mehr in der Lage zu laufen. Naja, und da mussten wir uns sofort drum kümmern. So, zu Ihnen kommen wir später, alles später. Jetzt kümmern wir uns erstmal. Kann ich mitkommen oder so? Nein, wir machen das jetzt hier erstmal. Hier vorne hinsetzen, ich mache gleich. Genau, wir bringen die junge Dame erstmal in den OP. Wir erklären dir gleich alles, was OP passiert habt ihr ist, Bescheid ja? gesagt, ne? Setz du dich doch mal gerade. Anrufen, Anästhesie eventuell. Das weiß ich, aber setz du dich doch mal bitte kurz dahin. Alles klar? Okay. Ich komme sofort wieder und kümmere mich um schön sitzen bleiben, ne? Schüler Jonas weiß noch nicht, dass seine Freundin Nele schwanger war und soeben ganz allein ein Kind entbunden hat. Die Ärzte entfernen die Plazenta der jungen Mutter und können dadurch die gefährlichen Blutungen stoppen. Kurz darauf erfährt auch Jonas die überraschenden Neuigkeiten. Hi. Was Hi. Ist passiert? Hey. Komm mal her. Jonas, wir haben ein Kind bekommen. Und du bist der Vater. Wie, wir haben ein Kind? Ja. Wieso hast du mir nichts erzählt? Ich wusste auch nichts von der Schwangerschaft. Ich war selbst überrascht. Das ist doch alles... Ey, krass. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es geht allen gut. Das ist schon mal was Schönes. Ja, klar, bitte aber ich muss Sollen erst wir erstmal reingehen? Ich muss erstmal nachdenken. Ich Jonas, bitte, geh nicht weg. Sollen wir schon mal gerade rein? Jonas! So, alles klar. Schmeiß mal rein. Nele, pass mal auf, wir fahren jetzt erstmal rein. Was soll ich jetzt machen? Also, man muss sich mal vorstellen, was dieses junge Mädchen, diese 16-jährige Nele, durchgemacht hat. Hatte eine plötzliche Geburt. Dann kommt ihr Freund. Der sucht das Weite, lässt sie da im Prinzip mit ihrem ganzen Sorgen und Nöten alleine. Also jetzt galt es erstmal, wir mussten uns echt um die Nele kümmern und mussten sie nicht nur medizinisch, sondern auch wirklich psychologisch betreuen. Der kommt schon wieder. Überleg ganz mal, was der gerade erfahren hat. Er hat erfahren, dass seine Freundin schwanger war, dass seine Freundin ein Baby gekriegt hat und dass er der Vater ist. Aber was, wenn er nicht wiederkommt? Der kommt schon wieder. Sei mal ganz, du kennst ihn doch am besten, du weißt doch, wie er ist. Ja, der kann nicht gut mit Konflikten umgehen. Das kriegst du schon geregelt. Gib ihm mal eine Chance. Wir können auch gleich vielleicht noch mal gucken oder so. Ich geh gleich mal. Gib ihm mal eine Chance. Ein paar Minuten für sich, ne? Das ist ja auch. Guck mal, du bist geschockt, du hast das Baby entbunden, du weißt, wie es ist. Aber er kriegt das einfach nur so bäm an den Kopf geknallt. Du bist Vater geworden. Wie alt ist dein Freund? Auch 16? Ja. So, also jetzt muss ich dir erst mal sagen, was wir gemacht haben. Ne? Du hast das Baby ja... aus welchen Gründen auch immer hier ganz alleine entbunden. Und die Plazenta war noch drin, das mussten wir natürlich rausholen. Und so ein paar Schrammen hat das Baby natürlich auch bei dir verursacht. Das musste genäht werden. Und naja, dir geht's jetzt wieder gut, alles gut. Und ganz ehrlich, kannst du mir das mal erklären? Wir haben ganz viele Fragen an dich, ne? Mhm. Vor allen Dingen auch angemeldet oder sowas. Genau, kein Mutterpass, nix, gar nix, null. Ich wusste ja selber nichts von der Schwangerschaft. Ich hatte nur so starke Magenprobleme, weil ich in letzter Zeit ziemlich viel ungesundes Zeug in mich hineingestopft habe. Und dann bin ich hier hingekommen, ja, und in der Notaufnahme haben mich alle so blöd angeguckt. Und dann habe ich das Schild von der Gynäkologie gesehen und bin hochgegangen, aber auf dem Weg dahin... Und mir so schlecht. Und ich habe eine Frage. Du wusstest nicht, dass du schwanger warst? Nein. Nee, aber du musst doch was gemerkt haben. Nein. Vor kurzem haben sich meine Eltern getrennt. Und ich wohne jetzt am anderen Ende der Stadt, sehe meinen Vater noch kaum. Und ja, mit Jonas läuft es auch nicht gut und die Schule auch nicht. Und dann habe ich angefangen, sehr viel ungesundes Zeug zu essen. Und ich dachte halt, davon kommen die Magenprobleme und das Gewicht. Und die Periode, die muss doch irgendwann mal weggeblieben sein. Hast du dir keine Gedanken gemacht? Die war bei mir irgendwie noch nie so stark gewesen. Und das Baby muss doch gestrampelt haben. Das war ein ganz schönes Bröckchen, sag ich ja immer so. Ne? Also ich dachte, das kommt alles von dem ungesunden Zeug, was ich in mich hineingestopft habe. Okay, naja. Und Nele, was ist dann passiert, wo du hier auf Station bist? Wieso bist du hier in das Zimmer reingegangen? Wie ist das passiert? Ja, ich hatte dann diese starken Schmerzen und
Irgendwann war die nicht mehr so auszuhalten und dann bin ich das Zimmer schnell auf Toilette und dann ging alles so schnell. Ich habe ja selber nicht damit gerechnet. Oh, du hättest doch hier zu einem zu uns kommen können. Wir laufen doch hier alle rum. Ah, wir hatten ja ganz schön Hektik, ja. Ne? Also so, ganz ehrlich. Ist er einfach dann schnell hier rein und dann ist das passiert. Und weißt du, was die starken Schmerzen waren? Das waren Wehen. Mhm. Das ist das, wenn das Baby raus will. Oh Gott. Wir haben es nicht mitgekriegt hier. Nee, aber wir hatten noch einen komischen Tag heute. Es war so viel los. Also ich meine... Und dann, wo das dann geboren wird, was hat es dann gemacht? Dann hast du es, weil es lag ja hier in einem Bettchen drin. Ich habe es einfach eingewickelt, noch ein bisschen abgewischt und dann hier ins Bettchen gelegt. Und ja, da bin ich raus und habe Jonas angerufen und wollte ihm entgegengehen. Nur auf dem Weg dorthin und mir irgendwie so komisch schwarz vor Augen. Ja, logisch. Jonas ist dein Freund, ne? Der gerade weggegangen ist, ja. Jetzt denkt man natürlich, wie kann man ein Kind kriegen und das nicht merken? Das ist gar nicht so selten. Es sind so Statistiken, da sagt man, bis zu 1300 spät- oder gar nicht festgestellte Schwangerschaften gibt es pro Jahr. Wobei davon etwa, das sind alles so etwa Schätzungszahlen, 270 es bei der Geburt merken. Das finde ich schon enorm hoch. Jetzt muss man sich vorstellen, 270 Frauen kriegen ihr Kind, ohne dass sie es wissen. Meistens sind es psychologische oder psychische Störungen, wie es auch bei Nele war. Die Eltern haben sich getrennt, sie hat viel gegessen, sie hat nicht gemerkt, dass sie dicker wurde. Bei jungen Mädchen ist die Periodenblutung auch sehr oft sehr unregelmäßig und so war es eben bei der Nele. Und jetzt müssen wir uns wirklich ganz stark um Nele und um ihr Baby, also im Prinzip um zwei Kinder kümmern. Du hast ein ganz schönes Bröckchen zur Welt gebracht. Was ist es eigentlich? Ein Junge. Hm. Ist aber richtig gesund, dem geht's richtig gut. Kannst du richtig stolz auf dich sein, hast dann doch noch alles im Nachhinein gut gemacht, ne? Nele hat die unerwartete Geburt ihres Babys zwar schadlos überstanden, doch die ablehnende Reaktion ihres Freundes und der Konflikt mit ihren Eltern sind für die 16-Jährige eine große Belastung. Als ihre Mutter wenig später eintrifft, kommt es schnell zum Streit. Frau Weber, Sie haben Besuch. Nele. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin Katrin Weber, ich bin die Mutter. Okay. Nein. Was ist denn passiert, sag mal? Ja. Warum hast du mir denn nichts gesagt, dass du schwanger bist? Ich wusste ja selber nichts von der Schwangerschaft. Aber wieso wusstest du das nicht? Hast du das nicht gemerkt? Nein. Außerdem, du hast es jetzt auch nicht gemerkt. Ja, hast du wohl recht. Ja, du interessierst dich gar nicht mehr für mich. Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt doch gar nicht. Du, Nele. Ganz ruhig. Für mich ist das auch nicht leicht. Ich guck mal, ich musste eine neue Wohnung suchen. Ich musste mir einen Job suchen. Ich muss uns ja auch irgendwie weiter ernähren können und alles, jetzt wo Papa nicht mehr da ist. Das ist doch auch nicht einfach für mich. Ja. Ich glaube, ihr hattet da beide so ein kleines Problemchen, ne? Du fühltest dich vernachlässigt, deine Mutter war wahrscheinlich überfordert und jetzt schießen ihre Hormone gerade Kupais dann nach der Entbindung und ihr müsst, glaube ich, versuchen, euch gegenseitig zu verstehen. Ja. Wer ist denn überhaupt der Papa? Ist das Jonas? Jonas. Ja? Erstmal herzlichen Glückwunsch, Oma. Ja. Hört sich doch gut an, Oma. Ja. Ne? Tut mir auch leid, Mama. Aber ich habe mich so einsam und verlassen in letzter Zeit gefühlt. Ja, ich mich doch auch. Nach der Aussprache mit ihrer Mutter bekommt Nele weiteren erfreulichen Besuch. Die Schülerin darf ihren neugeborenen Sohn endlich in die Arme schließen. Und auch der frisch gebackene Vater ist zurückgekehrt und will seiner Freundin etwas Wichtiges sagen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und er hat sich auch wieder erholt. Guck mal, wie schön er aussieht. Mhm. Die Nase hat er bestimmt von dir. Es tut mir leid, dass ich gerade eben einfach weggelaufen bin. Ja, ich glaube. Es war einfach zu viel. Ich musste erst mal nachdenken. Kann ich jetzt auch verstehen. Aber ich bleib bei dir, keine Sorge. Ich lass dich nicht allein. Ich lass euch nicht allein. Das kriegen wir alle zusammen hin. Hattest du bei der Hebamme, kommt die auch noch, Nicole? Die kommt jetzt auch gleich, genau. Im Stillen und so weiter und so fort. Soweit ist er jetzt erstmal versorgt, ihm geht's gut, jetzt schläft er ja auch gerade, ist ganz relaxed. Ist auch sehr kaputt von der Geburt, war für ihn auch anstrengend. Also Nele hat erstmal ein Riesenglück gehabt, dass wir sie so schnell gefunden haben und Mutter und Kind eben halt gut versorgt werden konnten. Wir haben alles wieder in Ordnung gebracht, was medizinisch nicht so gut war. Sie wird noch 3-4 Tage in der Klinik bleiben müssen. Sie muss ja erstmal ein bisschen stillen lernen und so, was so dazugehört. Und so wie mein letzter Eindruck war, ist das eine verschworene Gemeinschaft und ich wünsche ihr alles Gute mit ihrem kleinen Sohn. Wie erwartet konnten Nele und Baby Moritz das Krankenhaus bald verlassen.
Die 16-Jährige und ihr Freund Jonas kümmern sich gemeinsam um ihr Kind. Dabei bekommen die Teenager von ihren Eltern tatkräftige Unterstützung.